Hallo und herzlich willkommen bei Help Me, I'm a Komisch People. Heute in einer Weihnachts-Special-Folge. Ich bin Ihre Renate Renatenhardt und wir sind hier. Ich bessere Ihr Leben. Rufen Sie doch gerne unter der untenstehenden Nummer mich an. Ich bereichere Sie. Oh, ich höre da jetzt den Anruf. Drücken wir mal aufs Knöpfchen. Hallo. Ja, grüß Gott, hier ist der Robert. Darf ich fragen, was so lustig ist? Eine kurze Frage. Kennen Sie den Geissens? Ja. Da ist ein Robert Geissen. Ja. Lustig. Robert! Gütige Frau. Dann sagte Carmen Geiss immer. Robert! Frau Renatenhardt, ich habe ein ernsthaftes Problem. Ja. Robert. Wo drückt denn das schon? Ja, wissen Sie. Das ist ja bald Weihnachten so, ne? Ja. Und ich habe vor kurzem den Weihnachtsbaum aufgestellt. Aber meine Katze, die ist da reingesprungen. Der Robert hat eine Katze. Ich flipp aus. Wundervoll. Ja. Und mein Problem ist jetzt eben, dass sie sich im Tannenbaum verfangen hat. Und jetzt hält er nicht mehr raus. Und dann haben sie für das arme Kaninchen keinen Arzt geholt. Frau Renatenhardt, deshalb bin ich ja hier. Nee, Robert, wir beenden das Gespräch jetzt an dieser Stelle. Nein, ja? Bitte, nicht, dass der Baum sich auch noch wehtut, wissen Sie. Ich, Robert, hallo. Ich verstehe Sie nicht richtig. Huch, Robert, ja, da ist die Verbindung weg. Kann ich auch nichts für. So, ich würde einfach mal sagen, wir warten auf den nächsten Anrufer. So viel haben wir ja nicht. Liebe Zuschauer, Sie müssen... Oder da klingelt der Apparat. Drück ich mal aufs Knöpfchen. Hallo? Ja, grüß Gott, hier ist wieder der Robert. Robert, wenn Sie hier noch einmal antreten, ich habe Ihnen gesagt, ich möchte mit Ihnen nichts zu tun haben. Mit Menschen wie Ihnen. Deshalb beenden wir das Gespräch jetzt bitte wieder. Auf Wiedersehen, Robert. So. Warten wir auf der nächste Patient hier. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt denken, der Robert ist der Einzige, der hier anruft, dann haben Sie ein Problem. Es gibt sehr wohl Menschen, die meine Hilfe benötigen. Doch wir befinden uns aktuell in einem Loch. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Da müssen wir warten, ne? Müssen wir durch die schwere Zeit durch. Jetzt hat's mir die Mütze vom Kopf gefegt. Drücke mal das Knöpfchen. Hallo? Ja, hier ist Dieter Bohlen. Das ist jetzt natürlich ganz typisch, ne? Das passiert immer mal wieder, kommt jemand vorbei und gibt sich als Dieter Bohlen aus. Die Tricks habe ich natürlich schon längst durchschaut, aber ich spiele das Spiel jetzt einfach mal mit. Hallo Dieter! Ich kollabiere gleich. Ja, Dieter, das tun wir alle. Aber sag mal, hast du ein richtiges Problem? Ich weiß nicht so genau. Ja. Herr Bohlen, das sind aber schon Sie am Apparat, nicht? Nein. Hör, können wir das denn nicht abbrechen? Das bringt doch alles nichts mehr hier. Ja klar. Sie sind still jetzt. Nein. Doch, wir beenden nun das Gespräch. Wiedersehen. Tschüss, du Betrüger. Wie hat er mich genannt? Ja, hier war übrigens der Robert. Sie sehen gar nicht gut aus. Soll ich den Arzt rufen? Ich rufe den Arzt für Sie.